Hallo und Savadikap. Ja, heute kommt mein Freund Thomas an. Thomas, ach, den kenne ich, wo er noch ein kleiner Dops war, wohnte bei meinen Eltern genau gegenüber. Ja, und heute kommt er, also wenn ich nach Deutschland fahre, besuche ich ihn. Und wenn er hier ist, besucht er mich. Aber er möchte nicht bei mir wohnen. Normal wohnt er dann bei mir. Er möchte lieber in der Stadt wohnen und abends ein bisschen rausgehen. Ist verständlich. Na? So, jetzt hole ich ihn mal vom Flughafen ab. Ja, und eine kleine Story noch dazu. Früher ist der Thomas immer nach Phuket geflogen. Und er wohnte bei seiner Oma genau gegenüber. Früher. So, und dann ist er arbeitet oder wohnt jetzt in Leverkusen. So, und er fährt also jedes Jahr ein-, zweimal nach Thailand. Ja, und dann sagte seine Oma zu meiner Mutter, ja, der Thomas, der fährt immer nach Thailand. Ich kann mir das schon richtig vorstellen. Wenn er am Flughafen ankommt, stehen da ganz viele und sagen, hallo Papa, hallo Papa. Ja, das hat seine Oma gesagt. Ja, das war jetzt also eine Geschichte, die seine Oma sich so ausgedacht hatte, weil er immer so oft nach Thailand fährt. So, heute kommt Thomas mit seiner Verlobten, wo er schon sehr lange mit zusammen ist, Toi. Ja, kommt da heute und wird also 5 Tage bleiben. Ja, da gibt es wieder einige schöne Videos für euch. So, erstmal ab zum Flughafen. Na, jetzt am Flughafen angekommen. Jetzt kommt erstmal Sicherheitskontrolle. Maschine ist schon gelandet. Mit der Thai ist er gekommen von Bangkok. Er war vorher in Phuket. 11 Tage und dann in Bangkok. Ja, jetzt kommt erstmal hier Sicherheitskontrolle. Gucken Sie unterm Auto. Im Kofferraum guckt keiner nach. Wenn ihr eine Bombe habt, dann packe ich sie im Kofferraum, nicht unterm Auto. Wo sie sowieso gucken. Ja, da kommt er jetzt. Ganz schön gestresst. Ja, und jetzt ist er angekommen. Oh. Toi. Ja. You open the box. Damit geh auch. Ja, so, jetzt geht's ab zum Hotel. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, wir sind jetzt hier in Kavinbore Hotel in Udon Thani. Gegenüber von der Soi Sampan. Ja, wollen wir mal schauen. Zimmer soll 800 Baht kosten, inklusive Frühstück für 2 Personen. Ja. Und da ist der Thomas. Frühstücksraum. Ja, machen wir schön. Jo, gar nicht mal teuer, 800 Baht mit Frühstück für 2 Personen. So, American Breakfast ist aber gut. Ja, ist doch okay. Sauber. Zimmer ist sauber. Ja, Toilette. Dusche, Waschbecken, okay, nicht so groß, aber Zimmer ist sauber, Bett drin, 800 Watt mit Frühstück, Flachbildfernseher drin, kleinen Kleiderschrank, okay,
für die paar Tage reicht das. Kühlschrank. Ja. Also kann man nichts sagen. Nicht zu groß, aber was soll's? Sowieso nur zum Schlafen. Sehr gutes Zimmer hat der Dieter mir empfohlen. Zahnbürste, alles da. Klein, aber fein. Ja, was wolltest du mehr für den Preis? Wenn du rechnest, irgendwo Frühstück 150 Baht. Ja, da kostet das Zimmer 500 Baht. Ja, zum Schwimmingpool müssen wir Treppe hochgehen, eine Etage. Aber kann man nichts sagen für den Preis. Fitnessraum. Ja, Muckibude gibt's auch. Ja, und da war der Cup. Und Jägermeister haben die Dieter. Guck es dir an. Guck es dir an. Ja. Ja. Schön Swimmingpool. Alles da, was man braucht. Und das für den Preis. Muss ich sagen, kann man weiterempfehlen. Ja, da gibt es schöne Liegen hier. Und dann geht es hier noch eine Etage höher. Bist du schwindelfrei, Thomas? Ja. Kannst du nicht runterfallen. Oh, das ist aber geil. Das finde ich also richtig geil. Da kannst du jetzt hier oben schön abends sitzen, einen trinken und überall runter gucken. Das ist geil. Ja? Schöne Aussicht. Wo wohnst du da? Da wohne ich. 7 Kilometer. Und grüne Energie haben sie auch noch auf dem Dach. Ja, sind wir Natti Plaza hier mit dem Thomas und gucken, ob hier was auf hat, ob wir eine Cola kriegen. Cola und hübsche Weiber. Ein hübscher Hund ist da. Muss aber gebadet werden, ne? Stoppi? Stoppi. Ja, da ist doch, ist doch was offen. Jetzt schalte ich aber ab. Das. So, wir verabschieden uns jetzt. Der Thomas, die Toy und der Dieter. Nächste Video kommt. Vielleicht gibt es heute Abend noch eins, wissen wir nicht genau, aber morgen geht es nach Nong Khai mit einer Tour auf dem Boot. Und das wird richtig gut an der Lauge. Bis dann. Tschüss. Ciao.